So Leute, ihr seht schon in der Beschreibung, Jumpstart ist in the house. Ich habe nochmal Jumpstart gekriegt. Ich finde das Set halt so gut, als das angekündigt wurde, als das rauskam. Das war so rare, das Zeug zu kriegen. Das war so schwierig. Und ja, deshalb dachte ich mir, gucken wir uns an, was für einen Jumpstart-Booster wir kriegen. Archäologie. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, Alter, ich weiß schon gar nicht, was hier drin ist. 80% der Leute, die zuschauen, wissen es wahrscheinlich schon. Die werden jetzt schon ausgeschaltet haben oder voll dabei sein. Archäologie. Was haben wir drin? Scholar of the Lost Trove. 7 Mana von 5 liegend. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine Instant Sorcery oder Artefaktkarte aus eurem Friedhof casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Wenn eine Instant Sorcery gespielt wurde, die dann in den Friedhof gelegt wurde, wird sie stattdessen exiled. Okay. Buried Ruins. Okay, das war die einzige Rare. Das ist ein Land, was ein Artefakt zurückbringt. Hedron Archiv zieht Karten und gibt Mana. Juggernaut, 4 Mana 5, 4 ist ziemlich gut. Meteor Golem, okay, der zerstört ein Nichtland. Thirst to Knowledge funktioniert natürlich ganz cool in Kombination. Aether Spell Bomb. Ancestral Statue. Chromatic Sphere, okay. Cool. Okay, was bist du denn? Commander, 3 Mana 2, 3. Wenn ein Spielfeld kommt, bringt den Artefakt aus dem Friedhof für die Hand zurück. Das ist. Ich erinnere mich, ich habe da ein Gameplay zu gemacht. Ich habe dieses Pack gehabt. In einem Gameplay vor Ewigkeiten. Wow. Das war gut. Das war gut. Davon sind nämlich mehrere da. Genau, 2. Rhaetoric Visionary. 2 Mana 1, 3. 2 Mana tappen. Ihr könnt eine Karte ziehen und abwerfen. Lightning Core Excavator. Okay. Immer 0-3. Habe ich auch nie wieder gesehen. Und eine Insel. Jawohl. Und die Special Insel ist... Das, ja. Ja, ich hoffe, das war für euch okay, dass ich durch die Karten einfach so durchgegangen bin und nicht jede einzeln vorgelesen habe, beziehungsweise ihr könnt das Video auch stoppen. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit und das Video kommt tatsächlich sehr, sehr zeitnah. Und deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixit. Ciao, ciao.